Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, David, danke, Klaus, für die Einführung und für das Welcome. Danke, ich bedanke mich auch gleich bei Max überhaupt, dass ich hier sein darf, bei den Direktoren, Junior-Direktoren, bei meinen Mitfellows, bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, bei den Doktorandinnen und Doktoranden, die hier doch ein einzigartiges Klima schaffen, was ich hier erleben durfte. Und die ein oder anderen Stelle werden Sie merken, dass ich davon schon sehr profitiert habe. Ich werde Ihnen heute ganz schön was zumuten, das muss ich gleich vorausschicken und vieles erzählen, aber auch was irgendwie vorläufig bleiben muss. Der Anfang gerade fast nur in Stichworten, von dem ich aber denke oder jedenfalls hoffe, dass auch Sie oder mit mir auf einen Weg kommen, einen bestimmten Prozess zu überdenken und in eine neue Perspektive zu denken, nämlich den Prozess der Kybernetisierung. Als ich mich nämlich zu fragen anfing, worauf Simondon denn eigentlich antworten würde und worum er unser Zeitgenosse ist, also warum den Kerl überhaupt lesen heute, also weil jeder Philosoph antwortet mit seinen Begriffen, die er erschafft auf ein Problem und kann nur deshalb Zeitgenosse sein oder nicht. Also die Frage, warum er uns heimsucht und sozusagen eigentlich erst heute ins Jetzt seiner Lesbarkeit gerät, da bin ich eben auf eine Reperspektivierung gekommen, die ich Ihnen zumindest jetzt andeuten möchte im Folgenden. Das ist eigentlich schon der zweite Vortrag, den ich für den heutigen Abend geschrieben habe. Weil ursprünglich dachte ich mir, ich muss mir nochmal angucken, was eigentlich das Denken des Lebendigen bei Simondon sozusagen für eine Bedeutung hat. Er ist Schüler von Canguilhem, hat ein riesiges Kapitel in seinem Hauptwerk geschrieben zur Individuation des Lebendigen. Und man liest ihn immer von der Physik her und ich dachte, eigentlich müsste man sich mal das angucken, gerade wenn es um sozusagen die allgemeine Ökologie geht. Das habe ich gemacht. Der Text ist auch fertig, technisches Leben. Dann hielt ich das aber doch irgendwie für den falschen Kontext hier und habe nochmal neu angefangen und das, was dabei rausgekommen ist, werden Sie jetzt sehen. Aber er steht auf jeden Fall in der Nachfolge Canguilhems und zwar in einem doppelten Sinne, nämlich erstens, indem er Technik als Äußerung des Lebens begreift und indem er zweitens den Milieubegriff stark macht, der wird mich vor allem interessieren heute und ihn zu einer zentralen Chiffre für die epistemologische Kondition des technischen Zeitalters sozusagen auch diesen Begriff in Stellung bringt. Und das alles sozusagen kommt eigentlich aus einem Denken des Lebendigen. Aber darauf werde ich bestimmt noch eingehen. Mein Vortrag also hat drei Teile, wobei da die zweite Hälfte, der letzte Teil, ist allein die zweite Hälfte, geht zum Simondon. Ein Motto von Edgar Morin. Wir werden mehr und mehr sehen, schreibt Morin 1977, wir werden mehr und mehr sehen, dass die ökologische Dimension in jeder Beobachtung und jedem Denken präsent sein muss, dass alles ökologisiert werden muss. Ich beginne mit einer theoretischen Vorbemerkung über allgemeine Ökologie, um auch mein Tun ein bisschen zu kontextualisieren. Modernisieren oder ökologisieren, dazwischen gilt es zu wählen, schreibt Bruno Latour in seinen jüngsten Untersuchungen über die Existenzweisen. Allein die Frage lautet, was heißt ökologisieren, zumal als Gegenbegriff zu modernisieren? Und Begriff, wie wir gesehen haben, vom Motto, der eigentlich von Morin kommt. Also auch im Französischen nicht so häufig vom Ökologisieren zu sprechen. Ist es einfach nur der übergreifende Name all der Operationen, die die Moderne aus sich über sich hinaustreiben, wobei diese nicht unbedingt gegen- oder antimodern sein müssen, auch wenn dies sicherlich stets die Versuchung diverser Ökologismen ist und bleiben wird. Also eine gewisse gegen- oder antimoderne Begeisterung kennzeichnet die beschränkte Ökologie, wie ich sie nenne, immer. Oder ist Ökologisieren vielleicht doch mehr als das, die Anzeige der Fluchtlinie unserer zeitgenössischen Existenzweisen in einer immer noch erst kommenden Formation? Diese Frage zu bearbeiten, erscheint mir dringlich, senkt sich doch seit längerem und in den unterschiedlichsten Bereichen eine vielfältige ökologische Semantik auf uns, die dabei ist, unter dem neu entdeckten Horizont des Anthropozäns und eines spektakulären Wiedererwachen Gaias nachgerade
Darüber haben wir schon was gehört in diesem Semester. Nachgerade zu einer neuen Mythologie im Bartschen Sinne, überhaupt zum zeitgenössischen Mythologem zu gerinnen. Es ist die Rede von Ökologien der Empfindung, der Wahrnehmung, der Kondition, des Begehrens, der Kognition, des Begehrens, der Ökologie der Aufmerksamkeit, von einer Ökologie der Ansteckung, auch darüber haben wir was gehört, eine Ökologie der Mächte, der Information, der Medien, des Geistes, des Wissens, der Praktiken, der Organisation, des Sozialen, gestern las ich noch eine Ökologie des Krieges sogar, um nur einige zentrale Beispiele zu nennen, die zeigen, wie sich die Neubeschreibung der Existenzweisen unter der technologischen Bedingung um den Begriff der Ökologie herum zusammenzieht, und zwar unter Verabschiedung seines ursprünglichen lebenswissenschaftlichen Sinns, versteht sich. Diese Proliferation, die fasst die Herausbildung eines ökologischen Unbewussten, der Episteme nahelegt und die in Anlehnung an Dirk Becker gesprochen das ökologische Prinzip oder das ökologische Paradigma der nächsten vom Computer geprägten Gesellschaft und ihrer umstürzenden Erfahrungs-, Äußerungs- und Wissensgefüge andeuten könnte. Diese Proliferation gilt es in ihren Grundfesten, das ist insgesamt die Richtung, um die es mir geht, als möglicher Ausdruck unserer Grundstellung zu diskutieren, der spezifische Kultur freilich noch weitgehend fehlt. Eine Kritik tut hier Not, die die vielfältigen Genesen und Schauplätze sowie die genauen begrifflichen Einsätze, theoriepolitischen Herausforderungen und konzeptuellen Innovationen dieser Ökologisierung der diversen Existenzweisen, denn darum handelt es sich, aufzuklären sucht, um gerade ihr nicht-mythologisches Potenzial in seiner ganzen Reichweite zu heben. Wir brauchen unter dem Titel Ökologie jedenfalls keine neue große Erzählung, keine neue Behausung oder gar eine noch größere metaphysische Maschine als die moderne aus der Taufe zu heben, wie es Latour gefordert hat. Er hat gesagt, wir können ruhig unter diesem Titel eine noch größere metaphysische Maschine in Stellung bringen. Hauptsache wir sozusagen zerschlagen die Moderne. Eben diese Klärung jedenfalls ist die Aufgabe einer allgemeinen Ökologie. Unter diesem Titel steht im Kern der neue ökotechnologische Sinn zu verhandeln, den er seit mehr als einem halben, wahrscheinlich sogar seit mehr als einem Jahrhundert ausgreifende Prozess der Kybernetisierung freisetzt, und zwar gegen alle restringierende, verschließende, nihilistische Tendenz, ja Monstrosität der kybernetischen Hypothese, von der Dieter Mersch kürzlich gesprochen hat, die nur die Modernisierung auf ihren Gipfelpunkt brächte und vollende. Der Terminus Ökologisierung bringt auf den Begriff, dass die menschlichen und nichtmenschlichen materiellen Kräfte sich im kybernetischen Naturzustand neu ordnen, und zwar in dem Maße, in dem dieser die letzte Möglichkeit des bisherigen, die epistemologischen und ontologischen Garantien der Neuzeit überschreitet und deren Grundorientierung in Frage stellt. Daran arbeiten wir uns seit langem ab, gewiss, aus dieser Perspektive betrachtet sind es die letzten Jahrzehnte eine einzige Verwindung. Die Ökologisierung ist so gesehen die geschichtliche Pointe des Kybernetisierungsprozesses als solchem, der Name für eine Öffnung. Die allgemeine Ökologie fokussiert genau das, was sich aus der Kybernetisierung heraus als kommender Kerngehalt des neuen kybernetischen Naturzustandes öffnet, was in ihr selbst als ihr eigenes Außen aufbricht, in ihr anfängt und ihr beginnt, was das Denken selbst verwandelt und ihm ein Abschwören von seinen modernen Leitdifferenzen abzwingt. Das, was uns mit Deleuze gesprochen, etwas pathetisch als Glanz und Pracht des Ereignisses der Kybernetik, ja als dessen Sinn zustößt und den wir bejahen können, trotz, ich betone, trotz aller Ungemach der Steuerungs- und Kontrollfantasien eines zweifellos ausufernden Technokapitalismus und einer immer umfassenderen und lückenloseren kybernetischen Gouvernementalität, in der sich wahrscheinlich nur das erfüllt, was Heidegger das Gestell nannte. Aufzuweisen ist damit der genaue Gehalt der technologischen Sinnverschiebung, die sich als der aufbrechende, weitergehende geschichtliche Horizont der Technisierungs- und Formalisierungsbewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts, spätestens seit 1950, abzeichnet. Diese zeitigt eine fundamentale Transformation des Sinns, die zuallererst den Sinn des Technischen von der Technik zur Technologie, in der Folge aber auch den Sinn des Politischen, des Sozialen, des Ästhetischen, des Wissens und auch des Denkens als solchen
umwendet. Und dabei, das ist die Pointe, durchgreifend ökologisiert, um Morins Formulierung wieder aufzunehmen. Weil, und genau in dem Maß, in dem Technologien und Medien die Kernakteure dieser Ökologisierung der Existenzweisen sind, ist die allgemeine Ökologie zuerst ein medienwissenschaftliches Programm und Problem, die Sache einer Medien- und Technoökologie und darin sicherlich ein Kernstück heutiger Medienkulturforschung. Mit einem Wort, die allgemeine Ökologie wendet sich also entschieden gegen die Behauptung, dass, ich zitiere nochmal Mersch, das Anfangen, die Eröffnung kein Korrelat im technischen Zitatende besäßen. Wie sie Mersch eben unter Verweis auf das unhintergehbar Faschistische der Kybernetik O-Ton mit allem Nachdruck kürzlich aufgestellt hat. Sie wendet sich gegen die Behauptung, dass uns das Technische also immer wieder nur in die modernen Gehäuse der Hörigkeit einschließt. Anstatt gegen die Kybernetisierung und Computerisierung immer wieder das Unverfügbare, das Undenkbare, das Unberechenbare, das Unkodierbare, das Unkontrollierbare, ja das fundamental Anarchische als deren anderes anzurufen, wie das eine negativistische, um nicht zu sagen negativitätsbegeisterte Medientheorie, aber auch eine prinzipiell abstraktionskritische Kulturwissenschaft nicht aufhören kann zu unternehmen, anstatt immer wieder nur auf die vertrauten begrifflichen Operationen und Strategien eines gegentechnischen, gegenmathematischen, gegenlogischen Existenzialismus zu vertrauen, der im Unterschied zu den, wie Mersch schreibt, diversen Technofetischismen der Medientheorie den unhintergehbaren Wahnsinn der kybernetischen Vernunft offenlegen würden, anstatt immer wieder nur in das zu verfallen, was Nick Land polemisch, so würde ich es nennen, den transzendentalen Miserabilismus nannte, gilt es, sich dem Aufspringen eines neuen Sinns unter der technologischen Bedingung auszusetzen. Das ist eigentlich die einzige mir plausible, wie soll ich sie nennen, neokritische Option. Und natürlich wird sich auch der Sinn des Kritischen eben verändert haben. Der andere Anfang liegt jedenfalls nicht in Griechenland. Und schon Heidegger hat 1945/46 in einem seiner schwarzen Hefte notiert, der Referenzpunkt Griechenland lange nicht mehr. Das hätte man Kittler sagen müssen. Setzte selbst aber dann noch weiter auf die Poesie. Der andere Anfang, das möchte ich sagen, liegt im Technischen selbst. Ich möchte damit nicht behaupten, dass die Technologie oder gar Ökologie der neue Sinn wäre, wie man etwa in der Nachfolge des Futurismus, also wie das der Akzelerationismus, Nick Smicek, Alex Williams und so Leute derzeit behaupten. Ganz im Gegenteil, das ist die Pointe dieser Finnverschiebung, dass sich der Sinnbegriff als solcher selbst transformiert. Also, dass er vor allem, wie Nancy sagt, keinen Sinn mehr hat, also jedenfalls nicht teleologisch und nicht modern gefasst ist. Und die Untersuchung sozusagen der Existenzweisen könnte eigentlich die neue Hermeneia sein, sozusagen, die sich hier ankündigt. Es geht jedenfalls unter dem Titel um eine Neuverhandlung dessen, was Bezug als solcher heißt, was Relation heißt, das Versammeln, das Zusammenfügen, solche Dinge, die ungeahnten Komplizenschaften, die von der technologischen Bedingung überhaupt erst freigelegt werden und herausgestellt werden, überhaupt durch sie als denkbar geworden sind. Irgendwo hier jedenfalls konstituiert sich oder rekonstruiert sich dieser Sinnbegriff. Wenn ich sozusagen diesen Begriff, ich muss jetzt das doch, wollte ich eigentlich weglassen, aber sagen, nachdem du das erwähnt hattest, wenn ich den ein Stück weit gegen die Gründungsgeste der deutschsprachigen Medienwissenschaft nochmal aufrufe, die mir völlig plausibel ist, also wenn ich an Begriff des Sinns festhalte, mag dieser auch in seinen Grundfesten transformiert sein, dann weil ich sozusagen gegen das hypernihilistische Bündnis von Technologie und Kapitalismus anspreche und das Nichts der Technologie bejahen möchte, in einem noch zu begreifenden Sinn, zeigen möchte, was darin sich öffnet. Das Nichts der Technologie, die absolut nichtige Öffnung der Technologie, das ist sozusagen die allgemeine Ökologie und ich glaube, da sozusagen kann man weitergehen. Und nicht, indem man die Öffnung immer anderswo sozusagen sieht. Überlegungen zum kybernetischen Naturzustand. Jedes Jahrhundert hat sein eigenes Grundproblem, dem er seine ganze Kraft widmet.
schrieb Serge Moscovici in seinem 1968 erschienenen Versuch über die menschliche Geschichte der Natur. Sei das 18. Jahrhundert rundum vom Problem des Staates beherrscht gewesen und das 19. Jahrhundert vom Problem der Gesellschaft, stehe heute, Zitat, an erster Stelle das Erfordernis, die Menschheit unter den Kräften des materiellen Universums einzuordnen, ihre Fähigkeit zur Anpassung an die beständigen Umwälzungen in diesem Universum zu erweitern und die Verzerrungen, die daraus resultieren, auszugleichen. Zitat Ende. Das 20. Jahrhundert versammelt sich, so der französisch-rumänische Sozialpsychologe, der unter anderem bei Alexandre Courrier Epistemologie und Wissenschaftsgeschichte studiert hat, um, Zitat, das Problem der Natur. Im Naturproblem, und das formuliert er sozusagen in dem Augenblick eigentlich, wo in Paris am Mai die Barrikaden brannten. Im Naturproblem, schreibt er, finden Originalität und Interessen unseres Jahrhunderts ihren vollkommenen Ausdruck. Zitat Ende. Mit der Herausstellung der Epochalität des Naturproblems erweist Moscovici, der später zu einem der Pioniere der politischen Ökologie werden sollte, nicht so sehr der gerade entstehenden Ökobewegung eine erste Referenz. Vielmehr reagiert er damit vor allem auf die gerade vor sich gehende große technologische Transformation. Es ist in erster Linie der durch die Kybernetik beförderte Übertritt in einen neuen Naturzustand, wie er ihn nennt, der, so seine Analyse, in jenen Jahren stattfindet, der die ganze Epochalität des Naturproblems überhaupt erst vor Augen stellt. Zum ersten Mal, schreibt er. Das Naturproblem als solches bricht laut Moscovici technologisch auf. Und dies geschieht nicht durch die voranschreitende Umwandlung einer natürlichen in einer technischen Welt, nicht durch eine Zerstörung der Natur, durch die Technik oder dergleichen, sondern dies wird zunächst durch die phänomenotechnischen Wissenschaften, er kommt ja aus der Schule sozusagen, ins Werk gesetzt, allen voran die Quantenphysik, sodann durch die fortschreitende Kybernetisierung der diversen Existenzweisen, vom Wissenschaftlichen über das Technische bis zum Psychischen, zum Sozialen, zum Politischen, zum Spirituellen und Ideellen, zum Ästhetischen, zum Imaginären, zum Fiktionalen, zum Lebendigen. Auf all diesen Ebenen, schreibt er, sozusagen operiert sozusagen die Kybernetisierung der Existenzweisen, die seither, muss man sagen, ohne Unterlass und mehr als Moscovici es jemals geahnt haben mag, den von ihm sogenannten neuen kybernetischen Naturzustand generiert. Ein Naturzustand ist nach Moscovici, der unter anderem, das ist eigentlich Ironie, am Institut Jean-Jacques Rousseau der Universität Genf gelehrt hat, eine durch und durch geschichtliche Angelegenheit. Er stellt jeweils den, Zitat, Ausdruck unseres Verhältnisses zu den materiellen Kräften dar. Das nennt er Naturzustand. Der Mensch bringt, anders formuliert, Technik und Natur gleichermaßen hervor. Er ist, das ist uns in Zeiten anthropozäner Reflexion mittlerweile höchst vertraut geworden, selbst, wie er schreibt, Agens unserer Naturordnung. Indem und so weiter das Verhältnis zu den materiellen Kräften modelliert und moduliert, er ist Akteur von Komposition, schreibt er, Verbindungen von menschlichen und nichtmenschlichen Mächten. An die Stelle nochmal, Moscovici, an die Stelle einer bestimmten Organisation der menschlichen und nichtmenschlichen Mächte tritt eine anders geartete Organisation, eine bestimmte objektive Welt weicht einer anderen. Und diese Stufen, darüber habe ich schon geschrieben, diese Naturzustände, sozusagen, die er definiert, die entspricht großem Mode der Evolution der technischen Objektkulturen. Also er unterscheidet eben organische, mechanische, schließlich den kybernetischen Naturzustand. Das sind im Grunde Werkzeuge über Maschinen zu den Netzen. Diese Linie geht er. Moscovicis frühe Beobachtungen zum neuen Naturzustand sind Ausdruck einer bemerkenswerten Intuition. Unter kybernetischen Bedingungen werden, so seine Minimalbeschreibung, Steuerung und Kontrolle zentral und die Stelle der formenden und transformierenden Objektfixierung der vorhergehenden Naturzustände, wie sie unter dem Paradigma der Arbeit stattfand, tritt eine klare Prozessorientierung. Nach der Substanz des organischen Universums und der Kraft des mechanischen Universums geht es nun schlicht um, Zitat, materielle Systeme. In ihnen manifestiert sich das Materielle, das Zitat geht weiter, in Form von Strukturen und Ordnungen, die sich durch ihre physikalischen, chemischen oder biologischen Eigenschaften definieren lassen, in die regulierend eingegriffen werden kann. Zitat Ende. Sicher, Steuerung, Kontrolle, Prozesssystem, diese konzeptionelle Charakterisierung ist aus heutiger Sicht nicht wirklich überraschend mehr. Moscovici war sich aber dieser vorläufigen Sichtweise bewusst,
die der geschichtlichen Situation selbst geschuldet war. Für ihn stand außer Zweifel, Zitat, dass die Menschheit in eine neue Ära der Naturgeschichte eingetreten ist durch die Kybernetik. Aber, Zitat, dass die kybernetische Natur sich gerade erst abzuzeichnen beginnt. Zitat Ende. Diese neue Ära, so lässt sich ein halbes Jahrhundert später konstatieren, wird am Ende sogar die von Moscovici noch gerade als ein gewisses Skandalon hervorgekehrte humane Autorschaft an der Evolution der Naturzustände abräumen und alle darin enthaltenen Anthropozentrismen entwerken, ihn in ein komplexes Netz von Agenturen zurückstellen. Durch den Prozess der Kybernetisierung der Existenzweisen, den es im Detail zu beschreiben gilt, hat insgesamt eine technische Intensivierung von Komplexität stattgefunden, die am Ende, das wäre die geschichtliche Pointe, der Umwelt unwiderruflich Handlungsmacht zuerkennt, eine Komplexitätssteigerung und Explosion umweltlicher Wirkmächte herbeiführt, eine Distribuierung der Vermögen und mithin eben eine Entzauberung der anthropozänen Illusion und eben auch anthropozäner Steuerungsphantasmen. Also hier sieht man, wie diese Ökologisierung eigentlich immer schon über die Kybernetik und ihre Steuerungsparadigma hinaustreibt. Zum ersten Mal wird jedenfalls nach dem langen Vergessen, Verdecken und Wegdenken von Umweltlichkeit als solcher, wie in Anschluss an Michel Serre formuliert werden kann, auf der avancierten technisch-medialen Basis der dritten, eben nun environmental zu nennenden Kybernetik, die die Reduzierung der Trivialisierung von Umweltlichkeit noch der zweiten Kybernetik überschreitet. Zum ersten Mal und in aller Radikalität wird also eine originäre Umweltbedingung denkbar, wie Hansen schreibt, die überhaupt zur Basis und zum Träger einer epistemologischen und ontologischen Korrektur avanciert. Michel Foucault hat das zumindest geahnt und dafür, wenn auch relativ flüchtig, den Begriff der Environmentalität in Stellung gebracht. Dieser meint zunächst nichts anderes als das Umweltlichwerden der Mächte im umfassenden Sinn, eine Ökologie der Mächte, wie Brian Massumi es im Anschluss an Foucault theoretisch skizziert hat. Also Foucault erwähnt das in der Fußnote, in einem nicht gehaltenen Teil einer Vorlesung. Massumi hat das stark gemacht. Jedenfalls bemerkt Foucault aber Ende der 1970er Jahre, wenn man den ganzen Zusammenhang liest, einen Moment lang, und das senkt sich als Hintergrund über seine gesamte Wende eigentlich zur Gouvernementalitätsforschung, bemerkt Foucault einen Moment lang das Werden der kybernetischen Gouvernementalität und darauf kommt es an, die Genese einer neuen Naturvorstellung, die sich darin als ihr Komplement abzeichnet. Also die Gouvernementalität als Environmentalität produziert eine neue Naturvorstellung. Foucault spekuliert sogar über das Entstehen neuer natürlicher Subjekte, in denen die Environmentalisierung ihren Niederschlag finden könnte, Subjekte, von denen es heißt bei ihm, dass sie in eminenter Weise regierbar sind, jenseits von Unterwerfung durch environmentale Intervention. Das rationale Verhalten, la conduite rationnelle, also hier geht es schon ums kybernetisches Verhalten, so schreibt er, ist jedes Verhalten, Zitat, das sensibel auf Veränderungen in Umgebungsvariablen reagiert und das auf nicht zufällige, also systematische Weise darauf reagiert. Und wenn er Umgebung schreibt, also in der deutschen Übersetzung, da steht immer Milieu bei ihm. Ja. Da auf dieses Problem komme ich noch. Die Ökonomie kann also bei ihm, so sagt er, als die Wissenschaft der Systematizität von Reaktionen auf die Variablen der Umgebung charakterisiert werden. Das neue natürliche Subjekt ist so gesehen, Zitat, Korrelat einer Gouvernementalität, die auf die Umgebung, also le milieu, Einfluss und systematisch die Variablen dieser Umgebung verändern wird. Foucault spricht sehr erhellend auch von einer neuen Umwelttechnik, Technologie environnementale, als sozusagen Gouvernementalität. Ich muss das jetzt hier abbrechen, weise aber nur darauf hin, dass Foucault natürlich nicht zufällig von Environmentalität spricht und damit den Umgebungsaspekt, so falsch ist die Übersetzung schon nicht, priorisiert. Hier wäre sozusagen der Strang dieser Frage weiter zu verfolgen in Richtung der Konzipierung des environmentalen Subjekts in James Gibsons Wahrnehmungspsychologie, die im selben Jahr, in dem Foucault seine Vorlesung hält, nämlich 1977, in The Ecological Approach to Visual Perception, eine Ökologie der Wahrnehmung ausarbeitet und die gerade in den jüngeren Arbeiten zur Medienökologie digitaler Medienkulturen wieder verstärkt aufgegriffen wird. Das ist eigentlich immer der Referenzpunkt für diese Ökologien.
Und so dann, die Verlängerung würde dann über Team Ingolds Ökologie in der Anthropologie in den Blick kommen und von da zu Latour. Ne? Das ist so eine Linie. Dies ist freilich nur eine, und zwar höchst problematische Fluchtlinie, der entlang der kybernetische Naturzustand und die Ökologisierung der diversen Existenzweisen zu entwickeln wäre oder werden könnte. Wie nun, das ist die entscheidende Frage, Moscovicis grundsätzliche Problemintuition aufnehmen und die Genesis des kybernetischen Naturzustandes im Detail beschreiben. Was wären die entscheidenden Parameter dieser Deskription? Um welche Akteure geht es? Was sind die Diagramme der Kybernetisierung, die die Anordnungen dieses kybernetischen Naturzustandes einrichten? Welche Wissensfelder werden hier durchquert? Welche sind hier möglicherweise privilegiert? In der Klärung dieser Fragen liegt sozusagen eine der genealogischen zumindest Hauptaufgaben oder Aufgaben einer zeitgenössischen Medienkulturforschung, wie ich finde, die sozusagen die Formierung dieses ganzen Zustandes beschreiben kann und auch eine erste entscheidende Herausforderung und Schwierigkeit auch natürlich der allgemeinen Ökologie. Genau hier befindet sich auch eine mögliche Bestimmung des Ortes und des Statuses der Frage nach der Simulation. Also die Geschichte der Simulation, die epistemotechnische Wende seit 1950, wie sie Gabriele Grammelsberg oder Klaus Piers und andere gezeigt haben, die Wissenschaften in Computerwissenschaften transformiert. Sie ist ihrerseits tief eingelassen in den Prozess der Kybernetisierung und sogar ein wesentlicher Teil von ihr, entscheidend eigentlich für die Herausbildung dieses neuen Naturzustandes, als einer Mannigfaltigkeit kybernetischer Existenzweisen. Die Frage von Ökologie und Simulation, der käme in diesem Kontext, skizziere ich nur ganz kurz, ganz besondere Augenmerk zu, ganz einfach, weil sie konzeptionelle Kernmomente eigentlich dieses Prozesses, Kybernetisierungsprozesses betrifft. Die Frage ist verflochten, aber sie reicht sozusagen von der engeren Wissensgeschichte der Ökologie bis zur Ökologisierung der Episteme und der Wesenheiten, sage ich mal unter Anführungsstrichen, schon auf Simondon blickend, als solcher. Also das sind viele Schauplätze. Die Wissensgeschichte der Ökologie und den Einsatz der numerischen Simulation, von der mathematischen Modellierung im Gefolge von Lotkon Volterra bis hin zu, also wie sie die Populationsökologie dann macht, bis hin zu Arbeiten zur Simulation vom primitiven Ökosystem, das wollte ich Ihnen eigentlich zeigen, aber das läuft leider nicht, des Mathematikers Niels Al-Barrichelli, das hat Alex Gellerweg vor ein, zwei Jahren neu programmiert, sozusagen diese Arbeit. Barrichelli hat in Princeton sozusagen nachts, wenn die Großrechner frei waren, wie er schreibt an dem Brief von Neumann, zum ersten Mal den Prozess der Evolution beobachtet, indem er sozusagen eine Simulation gemacht hat und die dort laufen ließ. Zweites wären die erweiterten Ökologien dann der agentenbasierten Simulation, also im Rahmen einer Geschichte der Simulation brechen dann neue, nicht natürliche Ökologien auf, Ökologien der Stadt, des Wachstums und so weiter. Das wäre die zweite Linie. Drittes Stichwort wäre Ökologisierung des Wissens und der Epistemologie. Dazu sage ich jetzt nicht, hat eigentlich der Vortrag von Gabrieles Grammelsberger hat sozusagen diese Linie sehr stark aufgemacht. Und dann die Ökologisierung der Kybernetik selbst. Das Bündnis von Kybernetik und Ökologie erscheint dann im Herzen der kybernetischen Theoriebildung mit Bateson, aber nicht nur, der wird immer angerufen. Da ist es eigentlich nur konzeptionell, aber viel stärker dann bei einem unorthodoxen Kybernetiker, auch Kritiker der Kybernetik, der war wie Edgar Morin. Dem würde ich in dem Zusammenhang auch einen eigenen Text nochmal widmen. Zweifelsohne geht es hier jedenfalls insgesamt um den Zusammenfluss eines ganzen Bündels von Geschichten, an denen längst geschrieben wurde und wird, deren komplexe Zusammenschau wir aber noch nicht haben und wo der übergreifende Titel eben der kybernetische Naturzustand lauten könnte. Das könnte sozusagen über dem Eingang von Max eigentlich stehen. So wie früher bei der Platonischen Akademie könnte man schreiben, der kybernetische Naturzustand. Es handelt sich insgesamt jedenfalls um einen spezifischen Abschnitt in der Geschichte der Rationalisierung aus dem Geist des Kalten Kriegs, sicher wie Lauren Dessen in ihrer Gruppe behauptet, aber auch darüber hinaus, eben von der ersten zur zweiten zur dritten Kybernetik und die uns sukzessive sozusagen ins Regime von Rekursion und Algorithmizität überführt. Dieser Prozess ist, wie Elena Pusi
Elena Esposito kürzlich genau an diesem Pult gezeigt hat. Durch eine immer breitere Anwendung, eine immer durchgreifende Algorithmisierung geprägt, aber eben nicht nur. In deren Zuge zunächst Unbestimmbarkeit, das war ihr Argument, in Berechenbarkeit verwandelt wird, Ungewissheit technisiert, aber eben der möglicherweise auch zu einer Evolution des Begriffs des Algorithmus selbst und eines veränderten Gebrauchs von Formalisierung führt. Das war die Pointe ihres Vortrags. Stichworte sind Kreativität, Produktivität von Algorithmen, also Algorithmen, die sozusagen nicht nur Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems sind, sondern zu Produzenten von Neuheit, Akteuren von Emergenz, von Evolution werden. Luciana Parisi, die auf der Simon-Nonne-Tagung auch gesprochen hat, hat genau sozusagen diese Betrachtung angelegt. Dann ein weiterer Gesichtspunkt wäre sozusagen die Priorisierung von Datenverarbeitung. Die dritte Kybernetik steht schließlich für eine Universalisierung der Verdatung als basaler kulturtechnischer Operation. Das ist sozusagen der Kern der von ihr beförderten Environmentalität, wenn man so will. Im selben Zug geht es um eine breit angelegte konzeptuelle Primarisierung von Rekursivität. Nach der Adaptation, also Anpassung, wird Rekursion schon in der zweiten Kybernetik zum Leitbegriff. Nach der Umstellung von Kausalität auf rekurrente Kausalität und dann Feedback erscheint Rekursion überhaupt das Schlüsselproblem und Schlüsselverfahren und wird Rekursivität schließlich zum Grundmerkmal von Phänomenalität überhaupt. Mathematik oder das Mathematische wird dabei, das ist entscheidend, dann durch eine neue maschinische Rechenkultur implementiert und dies ist eben die Bedingung seiner Proliferation. Der Übergang vom Papier zum Computer ist dabei ein wesentlicher Teil der Geschichte der Arithmetisierung und Formalisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die die Kybernetisierung hervorbringt und trägt. Dieser Übergang ist zweifelsohne von der Geschichte vorbereitet, aber eben er stellt dann doch einen Sprung dar. Man könnte den, es sind alles nur Stichworte für all das, was sich unter diesen Formierungen des kybernetischen Naturzustands abspielt. Aber man könnte eben auch von einer, die Passage von analytischen zur numerischen Mathematik, die nur auf Maschinenbasis möglich wird, schließlich, wie Grammelsberger es hier auch gesagt hat, ich nehme jetzt mal diese ganzen Motive auf, die hier waren in dem Semester, ne? Zur Mathematik als Phänomenotechnik der Synthese, die fortan sozusagen unsere epistemische Verfasstheit mitkonfiguriert. Und eben, das war die Pointe eigentlich von Grammelsberger, den Sinn von Mathematik verschiebt. Oder man könnte das auch für den Wechsel von einer analytischen zur synthetischen Vernunft beschreiben. Die technologische Bedingung lässt sich, und deshalb sage ich das, nicht auf eine mathematische Bedingung zurückführen, wie Dieter Merschis behauptet. Sie sehen, das ist heute mein Auseinandersetzungspartner, aber weil er kürzlich eben dazu was veröffentlicht hat. Sie besteht vielmehr in einem spezifischen epochalen Verhältnis von Mathematizität und Technizität. Das ist der Witz, ne? Das bleibt sich nicht immer gleich sozusagen. Diese Geschichte könnte man noch queren, das kann ich jetzt leider nicht mehr machen, mit einer Geschichte der Systematisierung, wie die Systemtheorie selbst eigentlich das Umweltproblem sozusagen in den Vordergrund rückt, von der Trivialisierung der Umwelt möglicherweise zu komplexeren Fassungen kommt, aber das wäre eben eine Frage sozusagen, inwieweit dies überhaupt möglich ist. Edgar Morin hat bereits sehr früh versucht, den neuen kybernetischen Naturzustand enzyklopädisch zu erfassen. Er hat diese Arbeit eingedenk, wie er schreibt, einer radikalen konzeptuellen Reform rund um das neue Paradigma der Komplexität organisiert. Dafür ist er berühmt, als Komplexitätstheoretiker. Und dabei begonnen, Zitat, die Kybernetik, den Systemismus, den Informationismus in ihrem rationalisierenden Funktionalismus, ihren Maschinen, ihrem Programm, ihrer Information, welche das Rauschen ständig dereguliert und degeneriert, zu dekonstruieren, wie er schreibt, mit der Markierung der Unordnung zu versehen, anstatt sie darin einzuschließen. Sein sechsbändiges Werk, das nicht zufällig La Méthode heißt und das zwischen 1977 und 2004 erschien, unternimmt sozusagen eine Reformulierung der Natur, wie der erste Band heißt, zweiter Band des Lebens, dritter Band der Erkenntnis, vierter Band der Humanität und so weiter. Das ganze Projekt, das sicherlich auch in gewisser Weise eine Träumerei von einer neuen kosmischen Solidarität handelt, das war ein Zitat aus dem Buch, versteht sich aber insgesamt als ein Re-Entry der Gesellschaft in die Natur,
als eine Schleife zwischen physikalischen, lebendigen, anthroposozialen und einer kompletten Reorganisation des Wissens mit dem Ziel, vom Ereignis der Kybernetisierung der Existenzweisen Rechenschaft abzulegen. Es ist im Kontext der allgemeinen Ökologie im doppelten Sinne relevant, systematisch vor allem, aber auch symptomatisch und wird andernorts weiter zu entfalten sein, insbesondere hinsichtlich dessen, was Morin eben die ökologische Relation nennt, die für alle Felder zu denken ist, alle Existenzweisen durchquert, schreibt er. Bei Morin findet sich zum ersten Mal, und nur deshalb bringe ich ihn hier überhaupt noch ins Spiel, soweit ich sehe und noch lange vor Félix Guattari, nicht nur die Rede von einer verallgemeinerten Ökologie, Ökologie généralisée, sondern auch von einer allgemeinen Ökologie, Ökologie générale. Mit dieser Formel hat Morin explizit 1977 den Kybernetisierungsprozess perspektiviert. Das weiß ich auch erst seit letzter Woche. Und in dem Sinn würde ich aber das ganze Projekt dann in Zukunft Untersuchung eigentlich der ökologischen Existenzweisen nennen. Also sozusagen ein bisschen weiter verschieben. Was das umfassen könnte, das können wir in der Diskussion klären. Drittens, Simondons spekulative Ökologie. Gilbert Simondon, geboren 1924 in Saint-Étienne, gestorben 1989 in Palaiseau, Technologe und Philosoph, mit einer besonders ausgeprägten Objektfixierung, wie wir wissen, Schüler von Georges Canguilhem und Maurice Merleau-Ponty und seit 1963 Professor für Psychologie an der Pariser Sorbonne, wo er ein Laboratorium für technische Dinge unterhält, ein Laboratorium, das aber nur er betreten darf. Dieser Simondon legt eine der, ja vielleicht sogar die erste umfassendere Untersuchung der Existenzweisen vor, die einer wesentlichen Ökologizität aller Wesen Rechnung trägt, wie er schreibt. Dabei widmet er sich physikalischen, physisch lebendigen, psychischen, sozialen Existenzweisen, schließlich der Existenzweise der technischen Objekte gleichermaßen. Und vor diesem Hintergrund muss sein Werk insgesamt als ein Versuch der Neubeschreibung unter Bedingungen des kybernetischen Naturzustandes gelten. Denn es ist genau dieser neue Naturzustand, der die durchgängige Ökologizität, sozusagen die sich da durchzieht, geschichtlich in einem nie dagewesenen Ausmaß heraushebt und als solche exponiert. Welche anderen Historizitäten und Genealogien auch sonst noch darin eingeschrieben sein mögen, so ist Simondons Werk doch zuallererst, das ist meine These, Ausdruck und Niederschlag dieser technologischen Epoche der Natur, die in seinen Tagen anbricht und sich herauf bis zu uns zieht. Er legt davon in höchst eigenwilliger Weise Rechenschaft ab, wie wir noch sehen werden. Und dies geschieht eben bis tief in die genauere Fassung der verschiedenen Existenzweisen hinein, die es im Vorhaben einer umstürzenden Reformulierung für der für sie signifikanten Individuationsprozesse entwirft. In seinem fast unermesslichen Anspruch, die bisherige Repräsentation der Individuation zu zertrümmern und eine komplette Neuverzeichnung der Genese der Wesenheiten zu liefern, also quasi von den Korallenkolonien sozusagen bis zu Gesellschaften, ist es sozusagen Technik und Naturphilosophie der kybernetischen Ära in einem. Das Buch Die Existenzweise technischer Objekte, das 1958 erschien, unter übergreifender Unternehmung einer genetischen Untersuchung der verschiedensten physikalischen bis sozialen Werdensprozesse vorherging. Das ist dann 64 erschienen, beziehungsweise 89 der zweite Band, von Stiegler ediert im Todesjahr von Simondon. Diesem Buch über die Existenzweise technischer Objekte, das schon im Titel Existenzweise trägt, kommt dabei ein ganz besonderer Stellenwert zu. Im Rahmen einer mit allen überlieferten Konzeptualisierenden aufräumenden Untersuchung der Evolution technischer Objektkulturen, die es inspiriert von Lafitte und Canguilhems organologischen Überlegungen unternimmt, arbeitet Simondon die geschichtliche Möglichkeitsbedingung genau jenen großen ökologischen Wendungen heraus, die am Ende auf alle Existenzweisen und ihre Darstellung durchschlagen wird. Also er fängt sozusagen mit der technischen Existenzweise an und deshalb hat er es auch als ersten Band publiziert. Diese Transformation basiert im Kern, das zeigt dieses außergewöhnliche Buch, auf einem technologischen Werdensprozess, der Genese einer offenen Maschinenkultur, offener Objekte und der Ausbreitung gefügeartiger Strukturen, die der Frage und dem Problem von der Relation
sowie des Milieus einen ganz neuen Status gibt, beide zum Kern einer neuen Denkweise versucht sozusagen zu elaborieren. Genau darin ist Simondon unser Zeitgenosse. Bei ihm schlägt sich zum ersten Mal nieder, was erst heute im Augenblick der dritten environmentalen Kybernetik, die sozusagen die ökologische Relation quer durch unsere Existenzweisen treibt, vollends einsehbar wird. Und das ist eigentlich auch seine Spektralität. Sie bringt mich dazu, diesem Werk noch einmal neu zu begegnen und es auch im Rahmen einer medienwissenschaftlichen Arbeit an unserer Gegenwart und einer entsprechenden Perspektivierung digitaler Kultur diagnostisch hervorzuheben. Wenn Simondon im Angesicht der kybernetischen Mobilmachung seiner Tage eine umfassende Begriffs- und Denkreform aus dem Geiste der Ökologizität inauguriert, die, wenn auch auf je andere Weise, er differenziert ja die verschiedenen Existenzweisen, also man darf sich nicht so vorstellen, er hat ein Schema und das zieht er dann durch, aber auf je andere Weise, von Kristallen über Korallenkolonien und Psychen bis hin zu menschlichen und nichtmenschlichen Kollektiven und eben auch technische Wesen, alle Existenzweisen durchquert, so ist dies auch und gerade noch auf Augenhöhe mit der heutigen Lage. Simondons Ontology of Individuation, schreibt etwa Mark Hansen, furnishes a basis to theorize the agency of the environment that comes to the fore as we humans enter, as we do increasingly today, into alliances with sophisticated computational technologies. Hier liegt eben Simondons Aktualität. Was sind nun aber die zentralen konzeptuellen Merkmale, Operationen, Manöver, die die Konsistenzebene von Simondons spekulativer Ökologie einrichten und jene Theoretisierung umweltwidriger Wirkmächte anstoßen, deren wir heute so dringend bedürfen? Was sind die Schlüsselbegriffe, die sie bevölkern? With Simondon, so schreibt Didier Debes, there resounds once again the assertion, everything is relational. More precisely, he centers all the exploration of nature in its multiple aspects with the fundamental principle of being is relation. Das letzte war ein Zitat von Simondon. Es gilt in der Tat zu differenzieren. Die Ökologizität von Simondons Denken zeigt sich bereits im Übergang vom Satz Sein ist Substanz zum Satz Sein ist Relation. Das kommt bei ihm vor. Mit dem Simondon die Ersetzung von Substanz durch Relation, die sich, das ist so die Tradition, aus der er stammt, über Tat, Bergson, Nietzsche bis Whitehead zieht, pointiert das und bringt sozusagen diesen Übergang ins Trockene. Das heißt aber nicht, sie erschöpfe sich in der einfachen Behauptung, also dieser Ökologizität, alles sei relational und koexistenzial verfasst, mit der ein Vordenker der sogenannten nicht-natürlichen Ökologien etwa, Timothy Morton, unter den Stichworten der Interkonnektivität und der unhintergehbaren Begegnung mit anderen Entitäten eine Kernfigur des Ökologischen zu fassen vorschlägt. Die konzeptionelle Operation, um die es bei Simondon geht, ist deutlich komplexer. Mit Simondon erhält die Relation als solche, das ist der erste Schritt, eine neue Existenzweise und diese schlägt sich dann wiederum direkt in die Konzeptualisierung der verschiedenen Existenzweisen selbst nieder. Bei ihm wird das Problem sozusagen der Relation umgewertet. Es wird von einer inferioren Existenzkategorie und einer einfachen Modalität substanziellen Seins, das jeder Relation sozusagen immer schon vorhergeht, zu einem Zitat wahrhaft transzendentalen genetischen konstitutiven Prinzip, einem Prinzip, das vor jeder Substantialität liegt. Es gibt eine innere genetische individuierende Mächtigkeit und Kraft der Relation. Sie ist die einzige Ebene einer sprudelnden Produktivität in der physikalischen, vitalen und psychischen Welt. Das ist die entscheidende begriffs- und theoriepolitische Passage, der wir bei Simondon beiwohnen. Diese nicht-aristotelische Drehung, der Aufbruch auf der zweiwertigen Ontologie und den alteuropäischen Dualismen wie Sein, Nichtsein, Sein, Werden und so weiter, wie Luhmann sagen würde, und ihrer zugehörigen Welterfahrung bis hin zu einer Ontologie der Relation, die zum Dreh- und Anpunkt, Dreh- und Angelpunkt eines neuen Stufenbaus der physikalischen, vitalen und psychischen Natur wird und letztlich noch den Namen Ontologie auch abschaffen wird, als Erbin eines sozusagen zu statischen Konzepts. Das ist nicht allein ein philosophiehistorisches Ereignis. Wenn dem so wäre, müsste uns hier die Sache nicht weiter interessieren. Es ist vielmehr Ausdruck und Konsequenz
einer allgemeinen ökologischen Transformation durch die technologische Bedingung, die endlich auf die Grundfesten der ontologischen Narration selber durchschlägt und aber nicht das Ende aller Ontologie einläutet, wie viele zu hoffen meinten, sondern den Aufgang einer neuen historisch-ontologischen Formation. So hat das Simondon selbst gesehen. Wenn sich nun bei Simondon, symbolisiert durch seine Rehabilitierung und Umwertung der Relation, ein ganzes Paradigma des Denkens ändert und er jedenfalls zu den entscheidenden Protagonisten dieser Veränderung gehört, dann liegt das am medientechnologisch verschobenen, davon aufgeschlossenen Blick auf das Problem der Individualität und der Individuation der Wesen, die diese Umwertung und Priorisierung von Relationalität fordert und vor sozusagen die Individuen zurückzugehen verlangt. Im bislang wenig beachtete, er nennt es vorindividuelle Zonen des Singulären und Potentiellen, um deren spekulative Erfassung es Simondon dann auch geht. Hier liegt jedenfalls in diesem ganzen Buch auch die ganze Schönheit von Simondons Beschreibung, die Deleuze so nachhaltig begeistert hat, ja inspiriert hat. Also ich denke an das Kapitel Die Geologie der Moral in Mille Plateaux, das ist quasi eine einzige Referenz daran. Und hier liegen auch die Anschlusspunkte für die ganzen zeitgenössischen Techno- und Medienökologien der Sensation von Parisi bis Hansen. Was Simondon ohne Unterlass erstaunt und das Erstaunen, aus dem sozusagen diese ganze Agenda von ihm kommt, das ist zunächst einmal die unablässig in der Geschichte wiederholte Geste, die darin besteht, das Individuierte von dem Prozess, an dem es partizipiert, abzuziehen, wie er schreibt, die Verbindungen, die es mit seiner Umwelt unterhält, zu kappen. Dieses überkommene ontologische Prinzip des total entkoppelten und solcher Art stabilisierten, homogenisierten, mit sich identischen Individuums, egal ob es nun lebendig ist oder nicht, also wenn ich Individuum sage, jetzt natürlich nicht nur menschliches Individuum, jede Form von Individuum, dass dieses Prinzip, das die Wesen isolierte, das Verständnis des Wirklichen in der Vielheit seiner Existenzweisen dominierte, alle hybriden Formen und unbeständigen, alle prekären, potenziellen und virtuellen Wesenheiten zu inferioren Existenzen degradierte und darin eben die Umweltlichkeit nivellierte und vergaß, dieses okzidentale Privileg des Individuums hat für Simondon alle Gültigkeit eingebüßt und auch jede Evidenz. Simondon erklärt dagegen das Individuationsproblem überhaupt zum Anfangsproblem seiner Philosophie. Allein das kann einen schon überraschen. Mir ging es zumindest so, wenn man diese Texte aufschlägt. Warum, so fragt man sich in dem Moment, warum beschäftigt sich der Kerl über 1000 Seiten fast mit dem Problem der Individuation in den 1950er Jahren? Warum dieser Frontalangriff auf das bisherige Denken des Individuums? Er geht von einem Denken des Individuums zum Denken der jedem konstituierten Individuum je schon vorhergehenden Individuationsprozesse über. Er setzt das gekappte Individuum durch metastabile Systeme der Individuation, die er natürlich aus der Thermodynamik nimmt, in denen Individuationsvorgänge durch komplexe partizipative Prozesse geschehen. Und er tut all dies eben, weil die Phänomene der technischen Wissenschaften, allen voran die Thermodynamik und dann die Quantenphysik und schließlich sozusagen die in Netzen operierenden Objektkulturen, die völlige Unhaltbarkeit des alten stabilitätsfaszinierten Paradigmas vor Augen führen. Also auf der Grundlage dieser epochalen, durchgängig eine relationale Wirklichkeit freiliegende Technizität, deren ganze Ereignishaftigkeit er als Eister begreift, begründet Simondon seine Naturphilosophie. Also er versteht das alles als Ereignis sozusagen, als ein naturphilosophisches Problem, das hier aufbricht. Simondon selbst, was sich diese Verbindung dieser Grundlagenreflexion zum Innovationsproblem und der technologischen Situation bewusst. Nicht nur weist er den vergessenen technischen Hintergrund des bisherigen Innovationsparadigmas des Hylomorphismus auf, ich hatte darüber schon mal hier gesprochen, also in Lüneburg meine ich, nämlich die antike Ziegelproduktion. Er tut dies interessanterweise im Moment, wo auch Alfred von Rädel eigentlich die antike Münzprägung sozusagen als Paradigma sozusagen des Hylomorphismus also aufzuweisen sucht. Und er verfolgt sozusagen ihre Einschreibung in die Ontologie der Individuation in allen Details. Der Hylomorphismus, also das Individuationsprinzip, das über Form und Materie operiert
Obwohl er ein bestimmtes technisches bzw. soziotechnisches Schema implementiert aus der Ziegelproduktion, sagt er, entstammt eben direkt dem Leben, schreibt er, aber es ist eben eine Art Reflex der vitalen Prozesse, aus denen zuletzt noch jede Intuition der Individuation stammt. Eine Brechung, die allerdings unumgänglich ist, da ein stets nur implizit bleibendes Schema der Individuation zu explizieren ist, mit allen Lücken und Verdunkelungen, die diese Explizierung bringt. Die Bezugnahme auf den technischen Bereich, schreibt er, ist für uns notwendig, um den impliziten Begriff des Werdens, den das Subjekt mit sich trägt, zu klären, zu explizieren, zu objektivieren. Also wir führen das als lebendige Wesen quasi mit, können es aber nicht explizieren, dafür brauchen wir die Technik. Wenn das empfundene, erlebte, schreibt er weiter, erfahrene, vitale, die Bedingung der repräsentierten Technik ist, wird die repräsentierte Technik ihrerseits zur Bedingung der Erkenntnis des Vitalen. Hier sieht man schon, dass es ein Privileg des Vitalen irgendwie gibt. Wenn sich nun die technische Bedingung grundlegend ändert, heißt das, wenn sich im Klartext insbesondere durch die Kybernetik die technische Erfahrung wandelt, an die Stelle eines stabilen Objekts und eines produzierenden Subjekts ein allgemeiner Dynamismus der Operation tritt, wie Simondon interessiert, ist doch eine andere Klärung, Explizierung, Objektivierung von Individuation gefordert und möglich und bedarf es sozusagen eines anderen Modells des Seins, wie er schreibt. In der Transformation der technischen Erfahrung eröffnet sich das Problem und der Gegenstand von Simondons Ökologie. Sie ist es eigentlich, die deren ganze Ausarbeitung fordert. Der konzeptionelle Hintergrund, darüber sage ich nur ganz kurz etwas von Simondons Ökologie, ist ganz knapp gesagt die doppelte Kopplung von Individuum und Milieu. Zum einen gibt es das untrennbare Paar Individuum-Milieu, wie er schreibt. Das ist quasi ein metastabiles System der Individuation, in der das Individuum stets mit einem ihm assoziierten Milieu verbunden bleibt, mit dem es gleich ursprünglich zusammengehört. Zum anderen ist genau dieses System an das sogenannte Vorindividuelle gekoppelt, aus dem es als System selber überhaupt erst emergiert. Also er nennt es auch eine Defasierung vorindividuellen Seins. Er nimmt sozusagen den Phasenbegriff eigentlich, also eigentlich eine fast nachrichtentechnische Ontologie, die er hier versucht zu beschreiben. Es ist das Paar Individuum-Milieu, das Aufbrechen eines Differenzierens, das Differieren vor jede Differenz. Es ist eine erste Differenz, die eigentlich gar keine ist, weil sozusagen die Differenz von innen und außen, die bei ihm die erste Differenz ist, die entsteht erst mit dieser Defasierung, mit diesem Abscheiden. Das Entscheidende aber ist sozusagen, dass dieses Paar Individuum-Milieu immer verbunden bleibt mit diesem Vorindividuellen, mit ihm gekoppelt wird als Quelle von Potentialität und Veränderung. Das erste Element dieser spekulativen Konstruktion ist diese vorindividuelle Natur, deshalb spekulativ, weil diese Natur finden Sie sozusagen nicht. Die kann man auch nirgendwo auffinden, dazu gibt es auch sozusagen keine Rückkehr. Das ist eine spekulative Ersetzung, das ist ein Reich der Überfülle, der Mannigfaltigkeit. Sein, schreibt er, ist immer mehr als Sein, mehr als eine Einheit, mehr als eine Identität, ist eine ständige Mutation, ein Exzess, ein Überfließen, ein einziges Transformes nennt er es auch, ja. Wie ist aber nun das Paar Individuum-Milieu, das zweite Element der spekulativen Konstruktion, wie ist das gefasst? Und wie ist insbesondere der Begriff des Milieus spezifiziert und wissensgeschichtlich gelagert? Vielleicht ist das auch sozusagen, so muss man gleich vorab sagen, die dunkle Stelle, das Mal der Spekulation, das dieser ganze Entwurf trägt. Es gibt kein Individuum ohne Milieu. Das Milieu ist dem Individuum assoziiert, keines von beiden ist dem anderen vorgängig. Das Milieu ist vor allem nichts, was das Individuum umgeben würde. Sie dürfen sich dies nicht als Umgebung, als Environment im klassischen Sinn denken. Es ist zugleich inneres und äußeres Milieu, wie er schreibt. Es liegt sozusagen vor der Differenz von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, die sich überhaupt erst im Rahmen einer Individuation herausbildet. Er spricht vom Milieu als der dritten Realität. Er nennt es die Aktivität der Relation. Und dann schreibt er, das assoziierte Milieu ist das Komplement des Individuums im Verhältnis zum Ganzen. Das Individuum kann nicht ausgehend von sich selbst Rechenschaft ablegen, denn es ist nicht das Ganze des Wesens. Es ist immer nur sozusagen selbst als Individuum Ausdruck einer Auflösung. Es ist das komplementäre Symbol
eines anderen Reellen, das nennt er das assoziierte Milieu. Und dann kommt er auf die Gastmarke, eine Beziehung der Gastfreundschaft zwischen ihm und Milieu und so weiter. Beides sind für ihn Grenzbegriffe des Wesens, die sind nur konzeptualisierbar, nicht substantialisierbar, wie er schreibt. Grenzbegriffe einer Spaltung, er spricht immer wieder von Dephasierung, die da geschieht. Mit dieser Konzeption, wie auch immer sie jetzt genau sei, befindet sich Simondon prinzipiell auf der Fluchtlinie jener Umwertung und Neubesetzung des Milieubegriffs, den sein Lehrer Congouyem in der Folge von Uexküll und Goldstein beobachtet hat und vorantrieb. Der Begriff des Milieus, schreibt Combien, sei auf dem Weg zu einem universalen und notwendigen Modus der Erfassung von Erfahrung und Existenz der Lebewesen zu werden. Fast könnte man sagen, dass sich hier eine Kategorie des zeitgenössischen Denkens konstituiert. Dabei hat sich auch und vor allem der Sinn dessen, was Milieu heißt, von Grund auf transformiert. Und das ist sozusagen auch die Voraussetzung für die Beförderung zur kommenden Schlüsselkategorie. Statt der mechanistisch-physikalistisch gedachten Anpassung des Lebendigen an ein je schon gegebenes Milieu, eine lange vorherrschende evolutionstheoretisch befestigte Sichtweise, die insbesondere auch noch die Kybernetik erster Ordnung mit ihrer Adaptationsfaszination erben wird und die Simondon Zeit seines Lebens kritisiert, weil sie eben milieuvergessen operiert, so geht es nunmehr, schreibt Congouyem, darum, das Besondere des Lebewesens darin zu erblicken, sich selbst sein Milieu zu schaffen, es selbst auszubilden, den Zusammenhang zwischen dem Lebendigen und dem Milieu als eine Auseinandersetzung zu begreifen, in die das Lebewesen seine eigenen Normen der Beurteilung von Situationen mit einbringt, in der es das Milieu beherrscht und es sich anpasst, es also nicht als Anpassungsproblem, sondern als Produkt eines Anspruchs zu verstehen. Zitat Ende. Die verschiedenen Lebewesen, nochmal Zitat Congouyem, finden in demjenigen Milieu, das dem Menschen als ein einziges Milieu erscheint, jeweils ihr spezifisches und singuläres Milieu. In diesem Sinn kann sich der Mensch, insofern er lebendig ist, auch nicht dem allgemeinen Gesetz des Lebendigen entziehen. Zitat Ende. Diese Beschreibung einer allgemeinen Theorie des Milieus gibt nicht nur eine weitreichende Beobachtung Congouyems wieder, sondern sie ist auch von systematischer Relevanz. Sie ist zentraler Bestandteil seiner doppelten Bestimmung des Lebens als Regulierung und als Schöpfung und seiner Auffassung der Originalität des Lebens als Normativität. Das Leben, so fasst es Maria Muller zusammen, ist normativ, wenn es die bestehenden Normen in Frage stellt und neue Normen schafft, wenn es also einem schöpferischen Impuls folgt. Das bedeutet, dass das Lebendige zugleich seine vitalen Werte, seine Normen und sein eigenes Milieu hervorbringt. Ein Lebewesen verhält sich normativ, wenn es sich nicht an ein bestehendes Milieu oder eine bestehende Norm anpasst, das wäre pathologisch, sondern sich sein eigenes Milieu und seine eigenen Normen schafft. Zitat Ende. Die Technik ist schon bei Combien und noch mehr aber bei seinem Schüler Simondon eine direkte Äußerung des schöpferischen Lebens und eben nicht des adaptativen Lebens. Die lebendige Innovation und die technische Innovation sind sogar auf eigentümliche Weise miteinander überkreuzt. Zitat, gerade weil das Lebendige ein individuelles Wesen ist, das ein assoziiertes Milieu mit sich trägt, so wird es Simondon wenden, kann das Lebendige erfinden. Diese Fähigkeit, sich selbst zu bedingen, steht am Anfang der Fähigkeit, Objekte produzieren, die sich selbst bedingen. Also weil wir sozusagen eigentlich Wesen mit einem assoziierten Milieu sind, mit dem wir in einem Verhältnis der Rekursion stehen, so beschreibt er das weiter. Deshalb können wir rekursive Objektkulturen hervorbringen. Also eigentlich sozusagen ist das genau umgesetzt, dass die Technik eine Äußerung des Lebens selbst ist. Simondons Projekt ist in einem gewaltigen Ausmaß von einem Denken des Lebendigen angetrieben und seine gesamte Theorie und Begriffspolitik steht in der Nachfolge Congouyems. Er wird Congouyems Widerstand gegen jedwede mechanistische und deterministische Konzeption des Milieus und insbesondere seinen Kampf gegen den Anpassungsbegriff fortführen und zu einer Fundamentalkritik homöostatischen Denkens anheben, der in Zeiten der ersten Kybernetik einen enormen Stellenwert zukommt. Die Folgen sind enorm und sein ganzes Werk ist diesem Manöver verpflichtet. Wenn es stimmt, so schreibt er, das ist für mich der Hauptsatz, dass das Prinzip der Anpassung die vitalen Funktionen nicht in ihrer Tiefe zum Ausdruck bringt,
und von der Ontogenese keine Rechenschaft ablegen kann, müsste man alle intellektuellen Systeme, ich wiederhole, alle intellektuellen Systeme, die auf dem Begriff der Anpassung basieren, reformulieren. Das ist sozusagen das Leitmotiv von Simondons Programm, dem er im Rahmen seiner Untersuchung lebendige Innovationsprozesse folgt und aus dem am Ende seine gesamte spekulative Ökologie stammt. Die strategische Entscheidung, die ganze theoretische Operation über eine neue Veranschlagung des Milieubegriffs zu führen, ist hiervon motiviert. Der Milieubegriff und seine Fassung im Paar Individuum-Milieu, er nennt es immer das Paar, deshalb rede ich vom Paar, das Paar Individuum-Milieu, platziert sich genau an diesem zentralen Ort der Kritik. Er trägt die Kritik, macht sie überhaupt formulierbar und denkbar. Wenn das Leben nicht mehr aus dem Geiste der Anpassung, sondern als Verwirklichung von Transduktion, also als zeitigende Ausbreitung von Individuationsoperationen und von Strukturierungen verstanden wird. Das Leben ist keine Anpassung, sondern eine Ausbreitung von Strukturierungsverfahren. Und so gilt das am Ende für alle Innovationsvorgänge, einschließlich natürlich der technischen Innovation und für die vielleicht sogar zuallererst, weil der Begriff der Transduktion kommt natürlich aus der Elektrotechnik. Und wenn der Begriff des Milieus selbst, wissensgeschichtlich gesprochen, seit Newton die Bahn von einer physikalischen über eine lebendige, über eine psychosoziale, schließlich technische Bedeutung durchlaufen hat, das hat unter anderem Congouillem beschrieben, dann ist am Ende bei Simondon dieses ganze Spektrum in ein neues allgemein ökologisches Denken des Milieus integriert, das all diese Bereiche zugleich umfasst und dabei den ganzen Begriffsgehalt verwandelt. Von hier aus erhält jedenfalls Simondons Kritik der Adaptationsfixierung, der Automatenfaszination, der Steuerungsfixierung, der Kybernetik ihre ganze Wucht. Der Milieubegriff kommt als Zentralbegriff des gerade erst dämmernden kybernetischen Zeitalters bei ihm ins Spiel. Ein Denken technischen Lebens, das den allgemeinen ökologischen Horizont des kybernetischen Aufbruchs erfasst, wird so gegen eine, das ist interessant, milieuvergessene, environmentalistische Kybernetik ins Spiel gebracht, die letztlich jedwede Form von Umweltlichkeit immer noch verleugnet. Er sagt, solange die Kybernetik sozusagen in Begriffen der Adaptions denkt, ist sie sozusagen umweltvergessen. Das ist grob gesagt der ganze Sinn der Inanspruchnahme und der spezifischen Konzeptualisierung des Milieubegriffs bei Simondon. Ich muss zum Schluss kommen. Ne? Okay. Was ich weglasse, ist, in einer Vorlesung 1968 versucht er, diese Bewegung selbst nochmal zu historisieren. Er sagt sozusagen, eigentlich führt die Evolution der technischen Objektkulturen selber jetzt uns zum Milieu zurück. Die Technik sozusagen lässt uns von Neuem mit dem Milieu der Welt verwachsen, das sich als texturiert zeigt. Also die technischen Milieus sind genauso texturiert, wie es sozusagen die Milieus immer gewesen sind. Und im langen Durchgang durch die Evolution, die eigentlich milieuvergessen war, sozusagen kehren wir jetzt mit technischen Mitteln, kommen wir zu einer Wiedervorlage des Milieuproblems. Das lasse ich weg, aber das ist eigentlich eine kurze Lektüre nochmal dieses Prozesses. Aber was heißt das genau? Ich denke, hier werden wir fortzusetzen haben bei der Beschreibung der ökotechnologischen Texturen, er nennt es die Texturen des Milieus, unserer heutigen Subjektivität und den hier möglich werdenden Prozessen der Transindividuation. Und diese ganze Ökologie wandert weiter. Ich habe gezählt, mindestens 6 oder 7 Ökologien, Ökologie physikalische Individuation, Ökologie lebendiger Individuation, Ökologie psychische Individuation, Ökologie kollektive Individuation, die Ökologie technische Individuation und schließlich der Transindividuation, wo sich psychische, kollektive und technische Prozesse überlagern. Und das sozusagen wird zum großen, diese 6 Ökologien sozusagen, die wandern fort über das Werk von Morin, aber auch von Guattari. Guattaris 3 Ökologien sozusagen dampfen das auf 3 wesentliche Schienen zusammen. Die Bewegung, deren Erfassung sich alles dreht, muss nun, so scheint es mir, eine doppelte sein, mit Derrida oder Stigler gesprochen, eine Pharmakologie. Wir müssen einerseits den Prozess der Kybernetisierung als Gouvernementalisierung bzw. Environmentalisierung und zugleich aber auch als allgemeine Ökologisierung begreifen. Also ich würde das auseinandernehmen. Als modernisierende Schließung, das wäre die Environmentalisierung, und als ökologisierende Öffnung. In diesem Widerschreit sozusagen stehen wir genau heute.
Das allgemein ökologische Verständnis dieses Prozesses beginnt vielleicht nicht allein, aber doch maßgeblich mit Simondon und seiner spekulativen Ökologie. Diese Linie gilt es bis in unsere Gegenwart zu verfolgen. Ein erster Einsatz liegt vermutlich in dem, was Simondon selbst als zweite Individuation bezeichnet, aber nicht näher ausgeführt hat. Der Mensch, der einem unvollendeten Wesen ähnle, das ist jetzt nicht wahnsinnig originell, sei nach Abschluss seiner ersten Individuation als lebendiges Wesen, die nicht alle Kräfte und Potenziale erschöpft, das eben schon, in eine zweite Karriere der Unvollendetheit und Unbestimmtheit eingetreten und auf der Suche nach der zweiten Individuation. Und die Technik ist eigentlich die Suche nach der zweiten Individuation. Die zweite Innovation, die unter der langdauernden Herrschaft des Arbeitsparadigmas einer instrumentalistischen Technik und nach Maßgabe eines funktionalistischen Sozialen ins Werk gesetzt worden sei, verdiene, schreibt er, diesen Namen nicht. Sei keine echte Innovation, bleibe auf dem Niveau der biologischen Innovation stecken, bringe nichts als einfache, bestimmte, schon gegebene Individuen hervor, sonst nichts. Irgendwo hier, wo das sogenannte Transindividuelle als Name für das ganze Potenzial einer anderen, zweiten Innovation, beziehungsweise er nennt es auch eine zweite Genese, auftaucht, liegt sozusagen die weiterführende Perspektive dieses Vorhabens. Es gibt, schreibt er, vielleicht andere Infrastrukturen als die Ausbeutung der Natur durch die Menschen in Gesellschaft, andere Weisen der Relation zum Milieu als die, die über die Relation der Bearbeitung der Arbeit laufen. Noch der Begriff der Infrastruktur muss kritisiert werden. Zitat Ende. Simondon hat diese neue Ökologie der Transindividuation höchstens angedeutet, gleichwohl aber ist sie irgendwie das große Finale seines Werkes, es steht jedenfalls auf den letzten Seiten, das, worauf alles hindrängt, wie ich meine, auch wenn es heute erst sozusagen lesbar werden sollte und weiter auszubuchstabieren ist. Die Suche nach den Prozessen und Schauplätzen der neuen Individuation, die andere Weisen der Relation zum Milieu einrichten, das ist die Aufgabe der allgemeinen Ökologie und die Leitfrage für die Untersuchung der ökologischen Existenzweisen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.